Hello, Alaaf, nach Halama. Nix mit Salva tut die heute. Es ist Karnevalswochenende. Bei mir im Chat sind schon einige unterwegs und schicken ab und zu irgendwelche lustigen Filmchen von irgendwelchen Straßenpartys. Ja, viel Spaß dabei. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, vor einigen Jahren habe ich mal so einen Film um die Karnevalszeit gemacht, eine Analyse auf Sächsisch. Das ist einer der meistgeklickten Filme von mir. Damals hatte ich aber auch, gebe ich ganz offen zu, ordentlich Drehzahl im Sinne von Pressbetankung. Die habe ich heute nicht und ich habe es nicht vor zu tun. Ich bin am Wochenende weg, weshalb ich den Film heute am Donnerstag machen will. Wir haben Donnerstag, den 20. Februar und es ist 18:20 Uhr. Und tatsächlich muss man bei manchen Bewegungen, die man hier so sieht, während der letzten Tage, sollte man auf jeden Fall ein bisschen Pressbetankung haben. Da gibt es zum Beispiel sowas Lustiges wie Adolf Dassler. Ich zeige euch das mal in einem 15-Minuten-Chart. Sorry, ich weiß nicht, was die da geraucht haben, ja, aber na gut, das ist Karneval, ne? Die Jacken sind da. Einmal kurz runter und das sieht man auf dem Minutenchart noch dramatischer. Das waren, glaube ich, 3 Minuten. Und wir reden hier nicht von einem irgendwie so einen kleinen Thirdliner. Wir reden hier von Adolf Dassler. Die haben im Moment eine Marktkapitalisierung von 56 Milliarden Euro. Ja, und dann gehen sie halt mal eben 20 Euro runter und hoch und so. Ah, das war schon heftig. Wir reden aber auch von solchen Werten wie hier unten, PowerCell. Ja, das ist also auch, ich mache jetzt mal den 15-Minuten-Chart raus, ich mache den mal als Tageschart wieder rein. Ja, das ist heftig hochgerissen und dann wollen sie nicht mehr runter. Oder wollen sie nur noch runter, Entschuldigung. Dann haben wir Ballard Power. Genau das Gleiche. Wir haben Nell. Ja, also da ist die Branche einmal hochgezogen worden und dann richtig böse verhauen. Ja, liebe Narrinnen und Nahalesen, vielleicht sollte man dann an solchen Minuten gar nicht handeln. Ja, ich hatte also tatsächlich überlegt, weil ich da vor ein paar Jahren diesen Film gemacht habe, ob ich jetzt einen Film auf Sex schmochen soll, no, oder Munema platt. Ich kann beides relativ gut, liegt in der Familie. Aber ganz ehrlich, mir fehlt noch die Pressbetankung, deswegen mache ich es nicht. Ich versuche es auf Hochdeutsch, dann verstehen mich ja auch alle anderen. Ich gehe mal in der, die das DAX rein. Der ist nämlich richtig spannend. Moment, jetzt mache ich das hier raus, dass wir schöner sehen. Vor euch liegt der DAX. Eine Kerze, ein Tag. Ich habe die Fibos angelegt. Wir haben hier die 200-Tage-Linie. Also so, wie ihr das immer wieder von mir kennt. Fangen wir mal ganz nüchtern an. Ja, das bin ich wirklich tatsächlich. Wobei ein Glas steht. Moment. Die Bänder sind ein bisschen aufgegangen. Das ist aber nicht dramatisch. Was mir ganz gut gefällt, ist das untere Band. Ich mache mal hier das Fadenkreuz gerade raus. Das untere Band verbindet sich mit diesem kleinen Trend. Der beginnt von 12.806 und der hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Berührungspunkte. Den mag ich. Verbindet sich am unteren Band so um die 13.040. Das mag ich. Finde ich gut. Hier ist also auch, hier ist die letzte Unterstützung, hier ist der Trend, hier ist das untere Band. Das gefällt mir. Das heißt, es ist ein Klüngel. Ich glaube, die Kölner sagen dazu Klüngel, ne? Also viele Punkte oder mehrere Gruppen. Was mir heute nicht gefallen hat, ist, dass wir stehen hier kurz vor einem Verkaufssignal über die Slow Stochastik. Wir haben ein Verkaufssignal über die moderne Sichtweise des MACD. Wir haben die 13.800 mal gesehen, ich glaube außerbörslich sogar bei diesen lustigen Brokern, 13.833, glaube ich, war das hoch, und saufen schon wieder ab. Ich zeige euch auch gleich, was euch da helfen kann. So, wir haben als erste Unterstützung 13.489 und danach erstmal nur diese. Auf Tagessicht. Und ich hab ja auch Schüler und wir unterhalten uns immer mal wieder und die haben gesagt, ja, wo soll ich denn hier mir jetzt einen K.O.-Schein aussuchen mit der Basis hier unten drunter? 12.900, das ist so weit weg, will ich nicht. Ich habe es letzte oder vorletzte Mal, glaube ich, schon gesagt, gehen Sie ruhig ab und zu mal auf die 4 Stunden. Jetzt ist es eine Kerze, 4 Stunden. Was wir eben hatten mit 12.900 bzw. 12.880 ist hier dieser Punkt. Schauen Sie mal hier, kann man über die 4-Stunden-Kerzen wunderschöne Unterstützung hier finden. Hier ist die zweite, hier ist die dritte. Das heißt, das hier haben wir heute Mittag egalisiert. Also der Hardcore-Trader unter Ihnen nimmt eine K.O.-Schein unter 13.600, 13.550. Hat Standgas, ja, das ist ambitioniert, würde ich nicht machen. Aber hier gibt es den nächsten. Es soll Ihnen ja nur einen Stopp zeigen. Genauso den Widerstand. Ich hatte vorhin auch im Chat, Sie wissen ja, ich leite im Chat, DAX-Trader von Finanzen.net, hatte ich auch gesagt, ich habe jetzt einen Put genommen
13.800, was war das? 36er Basis, das waren 143er Hebel. Der lag hier. Dann hatte ich sogar noch genügend Punkte, um den stoppen zu können bei 13.810. Dann ist er am Nachmittag runter. Warum habe ich den gemacht? Auch das ist eine Hilfe. Das hier ist die Slow Stochastik für 4 Stunden und wir gingen da durch. Sind hier durch die 80 durchgegangen. Wir hatten ein kleines, aber nicht besonders tolles, gebe ich zu, Verkaufssignal. Aber wir hatten ein schönes Plateau. Auch hier hat mir die 4 Stunden wieder sehr gut geholfen. Jetzt sind wir hier unten. Wie gesagt, 18:25 Uhr. Der Dow springt da ein bisschen hin und her. Ich habe die Puts allerdings platt gemacht, einfach weil ich jetzt übers Wochenende nicht da bin. Aber das mag Ihnen helfen, wenn Sie, ich gehe mal zurück auf den Tag, hier nichts finden, wo Sie es dran festmachen können, ist der Blick insbesondere für die Arbeitstätigen von Ihnen auf die 4 Stunden oftmals sehr hilfreich. Hier muss ein Stopp sein. Wenn Sie an den nicht glauben, kann er hier gleich sein. Und das sehen Sie im Tageschart nicht. Der nächste ist dann hier. Also da haben Sie dann schon erheblich mehr Möglichkeiten, Alternativen, wo Sie die Basis eines K.O.-Scheins machen können. So, und jetzt gucken wir mal hier, was uns der DAX so alles bringt. Ich muss ja hier ein bisschen konservativer rangehen in dem Film. Ja? Wie gesagt, ich kriege ab und zu mal so einen Mini-Shitstorm. Oh, wieso ist denn der Hebel über 40, 50, 60 oder vorhin zum Beispiel 143? Muss ja nicht sein. Deswegen, ich finde diesen Punkt hervorragend. Das untere Band, das 38,2er Retracement, diesen kleinen Trend, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier durchgehen, vielleicht jetzt mal anbeißen, ja, die 13.000 drunter gehen direkt, glaube ich nicht. Deswegen, ich entscheide mich für diesen Schein hier, das ist ein Hebel von 19 von Goldman Sachs, ein Open-End-Schein mit der Basis 12.950. Den packe ich mir auf die Watchlist. Das ist die Kennnummer GB5SKP. GB5SK wie Karl und P. Das ist kein Kauf für jetzt. Ich habe hier überwiegend Verkaufssignale. Einmal und vor allen Dingen das Ding hier zweimal, dreimal. Aber ich packe mir den auf die Watchlist jetzt schon mal. Für diejenigen unter Ihnen, die hier Short gehen wollen, bietet sich sowas zum Beispiel an. Das ist ein 13.933er. 903, da sind wir hier irgendwo. Ich würde ihn dennoch stopfen bei spätestens 13.000, sagen wir mal 830. Würde ich ihn stoppen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da hochgehen und vielleicht nochmal an der 14.000 schnuppern, zumindest gegeben. Also 13.933. 51er Hebel, ebenfalls unlimitiert, ebenfalls von Goldman Sachs mit der Kennnummer GB6MY7. Das wird die Geschichte. Ich würde gar nicht nennenswert näher dran gehen. Ich glaube, das reicht. Das reicht. Es muss nicht ein 143er Hebel sein. Das überlassen Sie mir. Ich bin aber auch schneller meistens. Das ist eine Geschichte, das geht schon gut. Momentan muss ich davon ausgehen, wenn jetzt nicht irgendwie über Nacht irgendwas ganz Tolles passiert und Donald Trump höchstpersönlich regelt die Geschichte mit dem Coronavirus und hat irgendwie in seinem Trump Imperium eingefunden, der das Ding halt. Es ist ein böser Scherz, aber was mir alles möglich ist alles. Ich habe momentan mehr Risiko als Potenzial. Ich möchte den Index nicht long gehen. Ich habe fast alle Long-Positionen verkauft, insbesondere in den Indizes. Ich bin lediglich im Dow noch Short. Bei den Einzelwerten muss ich schauen, aber wie gesagt, da drehen sie momentan, siehe Adidas, siehe diese ganzen Wasserstoffgeschichten, da drehen sie auch hohl. Also auf jeden Fall vorsichtig bleiben, das Limit oder vielmehr den Einsatz reduzieren und die Stops ordentlich nachziehen. So, und jetzt ein Prost auf Sie, viel Spaß bei Fasching. Ich wünsche euch alles Gute. Happy Trading und fette Beute. Bye bye.